Aloha, wenn man sich so im Land der Retrospiele umschaut, ist es irgendwie faszinierend, wie viele Mythen und Geheimnisse sich da so tummeln. Wird Eris je wieder auferstehen oder doch nur Leute gesund regnen? Ist das seltenste aller Pokémon wirklich unter einem LKW versteckt? Oder wurden mit diesem Vehikel nur alle originellen Ideen totgefahren, weshalb wir heute gefühlte 10.000 langweilige und fantasielose Pokémon haben? Und die wichtigste Frage von allen, spricht Wario in der japanischen Version von Mario Kart 64 wirklich Deutsch? Ja, tut er. Ich hab's ausprobiert. Aber die Frage, die mich heute beschäftigen soul, ist, warum fühlt sich Soul River 1 manchmal so an, als hätten die Macher kurz vor Ende die Lust verloren und sich gesagt, ach, dieser olle fünfte Bruder, wer zählt schon mit? Den lassen wir einfach weg und decken uns dann in so 4 bis 5 Jahren was Passendes aus. Versteht mich nicht falsch, es gibt kaum eine Spielserie, die ich mehr liebe als Legacy of Kain. Und besonders Soul River war immer mein Favorit. Aber es ist schon interessant, wie jeder, aber auch wirklich jeder Teil ein paar Elemente gestrichen bekam, die das Gesamtpaket sicher um einiges bereichert hätten. Die verschollene Zwischensequenz aus Blood Omen 1, das versteckte Dorf überm Sumpf in Soul River 2, die erweiterten Räumlichkeiten vom Kerker der Ewigkeit in Blood Omen 2 und die gestrichene Sequenz nach dem Epilog von Defiance, in der Kain in seine Zeit zurückkehrt, in die Soul River 1 Ära. Und da sind wir schon direkt beim Thema, denn die interessantesten Geheimnisse birgt Raziels erster Auftritt. Vieles in diesem Video wird rein spekulativ werden. Wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, aber ich finde solche Geschichten eigentlich ganz spannend. Meine Quellen sind Interviews mit Amy Henning und anderen Personen aus der Firma, sowie die sehr, sehr sorgfältig und umfangreich recherchierte Seite Lost Worlds. Link ist in der Beschreibung. Wie ich eingangs erwähnte, fühlte sich Soul River schon immer etwas unvollständig an. Das liegt daran, dass es ursprünglich auch tatsächlich länger war. Ähnlich wie Blood Omen sollte die Handlung abgeschlossen sein und genauso wie Blood Omen gab es dann doch eine Fortsetzung. Der Unterschied liegt darin, dass man im Falle von Soul River das Ende umgeschrieben hat. Wir wollen heute herausfinden, wie der Originalspielverlauf gewesen wäre. Aber zunächst lasst mich schnell nochmal die Handlung zusammenfassen, wie wir sie kennen. Das ist der Kain. Der Kain ist ein ziemlich alter Vampir und hat 6 Söhne. Der älteste der Brüder, den man auch Raziel nennt, hat eine kleine Dummheit begangen. Ihm sind einfach so Flügel gewachsen, was ihn über seinen Herrn Papa stellt. Und dem gefällt das natürlich nicht. Also macht der Kain das, was jeder liebende Erziehungsberechtigte auf Seiten der autoritären Erziehung machen würde. Er bricht dem Frechdachs die Flügel. Moment mal, Dachse haben gar keine Flügel. Und wirft ihn in den Abyss. Der Abyss, das ist sowas wie die stille Treppe für Verräter. Ein paar hundert Jahre später kommt ein unbekanntes Tintenfischwesen des Weges, genannt der Ältere. Der schickt den etwas angegammelten Raziel, jetzt nicht mehr Vampir, sondern Seelenfresser, auf den Weg, um seine Familie zu besuchen. Raziel ist nämlich ein wenig verstimmt, weil ihm seine Brüder nicht geholfen haben. Seit seiner langen Abwesenheit sieht Noskot irgendwie anders aus. Eher grau und verfallen, viele Raben und die Vampire sind nicht mehr ganz so elegant wie früher. Der freche Raziel verhackstückelt 4 seiner Brüder, verbündet sich mit Ariel, der Geisterine, erringt die Spektralklinge Soul River und kämpft gegen Kain, der daraufhin durch ein Portal in die Vergangenheit flüchtet. Hier setzt dann die Fortsetzung an. Wer aufgepasst hat, dem ist sicher aufgefallen, dass von 6 Brüdern einer fehlt. Wir wissen zwar, dass Turells Clangebiet irgendwo im Norden liegen soll, aber das war's dann auch. Warum Bruder 5 komplett aus dem Spiel gestrichen wurde, ist schwer zu sagen. Vermutlich war sein Abschnitt noch nicht fertig, als das Spiel rauskommen sollte. Und im Nachhinein wurde dieser unfertige Handlungsstrang in Defiance aufgelöst. Das wirkte zwar im ersten Moment sehr gezwungen, war aber dafür, dass es nur eine späte Korrektur war, recht clever eingebaut. Spielt für das heutige Video jedoch keine Rolle, denn wir wollen schauen, ob sich der Zweitgeborene sowie einige andere fehlende Puzzleteile noch irgendwo auf der CD verbergen. Viele Leute haben spekuliert, dass der Zwischenboss Morlock der Ersatz für Turell ist, damit Raziel trotzdem die Telekinese lernen kann. Das halte ich allerdings für recht unwahrscheinlich aus verschiedenen Gründen. Erstens, diese Begegnung findet viel zu früh statt. Das würde gegen das offensichtliche Muster vom schwächsten zum stärksten Vampir verstoßen. Außerdem verlangt jeder Kampf gegen einen der Obervampire eine besondere Taktik, während Morlock zu den üblichen Verdächtigen der späteren Generation gehört, mit den bekannten Schwächen. Ich sehe aber ein, dass es schon ein verdächtiger Bruch im Spielverlauf ist, eine solch mächtige Fähigkeit von so einem unbedeutenden Strauchdieb zu kriegen. Ich bleibe jedoch dabei, dass dieser Morlock schon in der ersten Version dabei war.
Ich habe als Jugendlicher damals schon versucht, Turell zu finden und dementsprechend die Gegend um den Chronoplast und die Stadt der Asche durchkämmt. Dabei stieß ich auf diesen Balkon, auf den man nie hinaufkommt im Spiel. Zu seligen PSX-Zeiten konnte ich noch ein Cheat-Modul anschließen, mit dessen Hilfe mir das Hinauffliegen möglich war. Das geht heute leider nicht mehr. Dort oben entdeckte ich einen offensichtlichen Tunneldurchgang, der aber direkt von einer Wand verschlossen war. Eine nachträgliche Änderung, da bin ich mir sicher. Wohin der Tunnel geführt hätte, kann ich nicht sagen. Aber ich bild mir mal ein, dass man dort in das Gebiet der Turelim gekommen wäre. Screenshots aus früheren Versionen von Soul River zeigen das fehlende Gebiet als lavadurchströmtes Land. Möglicherweise die Region Dark Eden aus Blood Omen 1. Immerhin findet man ja auch die verfallene Festung des Geistes. Da liegt Dark Eden gar nicht so fern. Der interessanteste Aspekt ist jedoch, dass Dialogfetzen auf der Soul River Scheibe gefunden wurden, und zwar von eben jenem verschollenen Vampir. Damit wurde das Gespräch der beiden ältesten Brüder rekonstruiert, und es ist schon bemerkenswert, wie sehr es der Unterhaltung mit Morlock ähnelt. Leaving so soon, brother? Let me pass, Tyrell. Enough blood on my hands today. My quarrel lies with Cain. Poor Raziel. Your rage blinds you to the bond of gratitude that we owe our master. Gratitude? Toward one who would have you grovel at his gate like a dog? You once had noble aspirations, Tyrell. Now, how humbled are your goals? Do you prosper on the scraps he casts you? Your insults will do nothing to blunt the agonies of your demise. You killed me once. Behold the result. I have no more to fear from you. You try my patience, Raziel. Turell ist ja inzwischen sowas wie Bigfoot. Es gibt Spuren und Hinweise auf ihn, jedoch nie eine konkrete Sichtung im Spiel. Soweit also zu ihm. Aber wie steht es um den Rest der Handlung? Nun, wir rekreieren mal anhand dessen, was bekannt ist. Die Originalstory von Soul River geht mit der, die wir kennen, bis zum zweiten Kampf mit Cain konform. Aber anstatt in die Vergangenheit zu flüchten, hätte Cain den Schauplatz angeschlagen verlassen und Raziel hätte dadurch einen kleinen Teil seiner Seele schon hier kriegen sollen und dadurch die sogenannte Shift-at-Will-Fähigkeit erhalten. Even this small measure of Cain's soul has conferred on you a great gift. Like your master, you may now shift into the material plane at will. While your health must still be fully restored, you no longer require a portal. Mit dieser neuen Fähigkeit öffnen sich Raziel neue Wege. Und hier käme dann die Zitadelle der Menschen ins Spiel. Dieser Ort ist jedem Freund von Soul River bekannt. Ein optionaler Dungeon, ich nenn's mal Dungeon, zu erreichen durch einen Tunnel hinter dem Abyss. Doch war da vielleicht mal mehr dran? Hinter dicken Mauern und tiefen Gräben leben hier die letzten Menschen von Nosgoth, welche von der Vampirplage noch nicht überrollt wurden. Dabei gibt es zwei Sorten, Bürger und Jäger, die Raziel je nach seinem Verhalten entweder anbeten oder angreifen. Doch außerhalb der Festung lebt noch eine weitere Menschengruppe, die Verehrer, die Cain verehren und darum nicht gut auf Raziel zu sprechen sind. Laut Mitarbeitern von Crystal Dynamics hatte dieser Kult sogar einen Tempel, und zwar direkt unter der Zitadelle, um von dort aus die anderen Menschen zu unterwandern. Laut diesen Aussagen sollten in diesem Dungeon viele Wasserstandsrätsel eingebaut werden, so ähnlich wie dieses eine Puzzle, das noch drin ist, um den Wasserglyph zu erhalten. Na jedenfalls, die Anführerin dieser Sekte ist eine weitere gestrichene Persönlichkeit, die man nur als die Priesterin kennt, mit deren Seele Raziel dann anderen Wesen seinen Willen aufzwingen kann, so wie Cain in Blood Omen 2. Welcome to your undoing. Your sorcery is useless in this holy place. My faith in destiny is all I need to prevail. Faith? Faith left you when you were excommunicated by our Lord Cain. I was executed, not excommunicated. You will learn the difference. You are the one who has betrayed his faith, his brethren, his creator. Inwiefern diese Gabe für das Vorankommen von Bedeutung ist, bleibt leider unklar, da sie sich auch mit Cheats oder Hacking nur fehlerhaft freischalten lässt. Es ist aber davon auszugehen, dass nun Turells Clangebiet dran gewesen wäre, aber das haben wir ja schon behandelt. Nach Turell käme dann endlich Cains Palast, aber der alte Grünling bleibt zu stark für Raziel. Wenn da nicht die Visionen in der Höhle des Orakels gewesen wären. Die wurden ja ähnlich wie Turell in späteren Teilen noch erfüllt, wobei speziell die Ariel-Sache nicht ganz so einfach in den Gesamtplot passt später. Das hätte nämlich schon hier passieren sollen. Raziel, I am your only hope.
Only my spirit can empower the Soul Reaver to destroy Cain and restore balance to Nosgoth. You know this is true. So dass Raziel, ausgerüstet mit dem Ariel Reaver, Cain in dessen Bergfestung zur Strecke bringen kann. Nun denkt jeder, haha, das war's dann wohl. Aber nein, der ältere Gott gibt dem kleinen Seelenfresser noch eine letzte Aufgabe nach Cains Vernichtung. Die Reaktivierung von Zephons stummer Kathedrale. Die Orgel wurde in der fertigen Version entschärft und der ganze Dungeon verkleinert. Aber so wie es aussieht, hätte Raziel mit dieser letzten Tat alle Vampire in Nosgoth auf einen Schlag ausradiert. But time was ripe, indeed past due, for me to exploit my newborn talents and send a hymn of death across this land. Enough to banish sanity. Enough to set the children of the night plucking at their eyes, tearing open their own throats. Enough to destroy every vampiric creature on the face of this bruised and bleeding land. My goal was within reach. All that remained was to open each and every sounding pipe. Woraufhin ihm der Ältere die Erlösung schenken sollte. It is done. Your destiny is fulfilled. The cycle of birth and death, stalled and stagnant these long years, once again begins to flow. You have done well, my servant. Fazit: Ist dieses Was-wäre-wenn-Wissen wirklich zu gebrauchen? Nein, überhaupt nicht. Es spielt für das Verständnis der Reihe keine Rolle. Warum erzähle ich euch dann sowas? Naja, ich denke, es ist trotzdem ganz spannend, seine alten Lieblingsspiele zu erforschen. Manchmal steckt mehr dahinter, als es auf den ersten Blick scheint. Und keiner wüsste das besser als Raziel. Wo Zeit nur eine Schleife ist, eine lose Masche im Tuch der Ewigkeit, kann ein Lenker eine Gelegenheit, einen verhängnisvollen Fehler für sich nutzen und so ganze Planeten ins Chaos stürzen.